Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventures. Ja, ich bin euer Dark Dragon 90 und wir sind hier auf einer ganz wunderbaren Map, wenn man es liebt, scheiß Maps zu spielen. Und dementsprechend ist es jetzt zwar echt kein schwieriges Jump'n'Run, aber ey. Diese Map ist es nicht würdig, dass ich einen Jump'n'Run perfekt mache. Also, es ist okay, dass ich es versuche. Weil das ist, es geht einfach darum, es ist meine persönliche Sache. Und ich glaube, ich soll da lang. Nee. Kann ich auf diese... Da kannst du gar nicht springen. Ja, jetzt sind wir hier. Was steht hier? Du hast es geschafft. Glückwunsch. Geh die Treppe hoch. Nimm dich in Acht vor Monstern. Rüste dich am besten gut aus. Ja gut, ist kein Thema. Ich brauche mich überhaupt nicht ausrüsten. Weil wir spielen ja in Pissful. Boah. Das ist sowas, wie jedem Spaß macht. Du kannst mich mal am Arsch blasen. Dann nehmen wir mal die Fackel mit. Und dann hoch in diesen Raum. Und dann kommen wir hier lang. Nur auf Druckplatten laufen. Du darfst nicht springen. Ich finde ja solche Sachen. Sowas finde ich jetzt wiederum cool. Hä? Nee. Da drüben ging's mal lang. So. Ups. Wie? So. So, bis hierhin sind wir gekommen. Ah, okay. Da lang geht's nicht. Da lang. Da lang. Was steht da? Da darf man gar nicht drauf. So. Da darf man drauf, da darf man drauf, da darf man drauf, da darf man nicht drauf, da darf man... Ah ja, guck mal, da darf man überall nicht drauf. So. Hier endet Version 8. Ja, was war das bitte? Baue ich einen Cobblestone-Generator, springe ich hier... Wenn ich hier runterfall, darf ich von vorne anfangen, oder wie? Jung, wenn ich sowas schon... Und, oh, vor allem... Ey. Selbst wenn ich das Ding Bedrock Adventure nenne. Aber das ist nicht Bedrock Adventure, das ist Augenkrebs. Aber... So. Das hier ist auch schon... Wundertolle Map. So. Jetzt fangen wir mal an. Von vorne. Jetzt wird die Map zerfetzt. Sorry, aber die wird zerfetzt. Hier runterspringen. Alles soweit okay. So, baue einen Cobblestone-Generator. Das ist doch nicht hier Adventure Map. Außerdem solltest du die Materialien dann wenigstens geben und hier ist nichts drin.
So, und dann geht's hier durch die Tür durch. Hier sollst du dann deinen Scheiß wieder entsorgen. Das ist ja okay. So, hier bin ich jetzt mal gespannt. Hier suche ich nämlich jetzt einen Secret-Raum. Da gibt es anscheinend eine Abkürzung. Guck mal einer an. Aber Hauptsache mega beschissen zum Laufen. Na, guck mal hier. Ah, das ist cool gemacht. Da gibt es einen Secret-Raum, wo nichts drin ist. Eine Werkbank, eine Spitzhacke und ein Ofen. Und dann geht's hier lang. Das ist okay. Ja, für die Linksrumläufer richtig geil. Aber da die meisten eigentlich Rechtsrumläufer sind. Und dann kommst du hier wieder her. Läufst da ein paar Meter und hast eigentlich den Ausgang schon gefunden. Ist eigentlich ganz geil gemacht. Dann hier das. Man soll es ein bisschen besser erklären. Ja. Weil man vergisst das dann irgendwann. Das war okay. Jump'n'Run mit Tod und zurück zum Ende. Nee. Sorry. Hier fehlt die Lore. Nicht so schlimm, kann man laufen. Das Jump'n'Run war okay. Ist nicht so tragisch. Aber da heißt, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, das Jump'n'Run jetzt ordnungsgemäß zu machen. Hier hochzulaufen ist der absolute Graus. Du kannst ja auch Portpunkte nehmen. Hier rüber zu springen ist scheiße, weil wenn du hier runterfliegst, bist du tot. So, und dann kommen wir da hoch. Ja, dann geht's hier lang. Nur auf Druckplatten laufen. Jetzt müssen wir da kurz gucken. Ah. Okay, es sind nicht alle zum Porten gewesen. Die auch nicht. Okay. Kein Ding. Nervig ist, dass hier der... Nee, der wäre auch nicht zum Porten gewesen. Nervig ist, dass der hier zum Porten ist. Der hier zum Porten ist. Beziehungsweise, jetzt schauen wir mal. Ah, leer. Der portet zurück. Leer. 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 Der war beschrieben. So, das heißt... Der ist auch beschrieben. Der ist auch beschrieben. Ja. Sage ich jetzt nichts zu. Nervig. Und hier das Ende. Bescheiden. Aber ansonsten... Doch ganz cool gemacht. So. Damit haben wir das Thumbnail. Ja, amerikanisches Benotungssystem, bla 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 bla, kann ich euch immer wieder erzählen. Ein E gibt's nicht, dementsprechend bekommt die Karte von mir ein D-. Und zwar mit einem dicken Minus. Die Map hat ein paar gute Punkte, aber das meiste ist doch einfach nur bescheiden gewesen. Ja. Bis dahin, ich bin euer Dark Troy. Ja, bis dahin. Ich möchte einfach nur von der Map weg.
Außerdem muss ich jetzt noch GTA aufnehmen. Wir haben 2.41 Uhr und ich sollte mindestens 6 Folgen machen. Danach sollte ich noch schneiden. Morgen sollte ich spätestens um 14 Uhr. Ja, alles in Ordnung. Ich bin euer Dark Dragon 90. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder mit Let's Adventure Minecraft. Bis dahin, ciao, ciao. Jawohl. Kabum.